Hallo, meine kräuterkundebegabten Kräuterkundler und herzlich willkommen zurück beim kleinen gemütlichen Ründchen Evil Dynasty. Ich versprach in der letzten Folge ja, dass ich in der Nacht rüberreise zum Dorf Ronika und dann da nächtige und jetzt habe ich auch schon mal geguckt. Es gibt hier jemanden, der in Richtung Kräuterkunde begabt ist. Das ist die liebe Tomira. How can I help you? Du kannst mir sehr viel helfen. Das ist immer gut, denn ich brauche einen Ausnüchterungstrank. Ich danke dir. Kostet uns 60, Schekel, das ist jetzt nicht gerade die Welt. Nimm mal mit, können wir es gleich nutzen und können wir dann gleich zurück. Goodbye. Auf Wiedersehen. Zu Kestrel reisen. Ja, da das alles immer noch zur Mission gehört. Nehme ich euch weiterhin mit. Wir werden jetzt aber vielleicht mal ein bisschen querbeet reisen. Vielleicht haben wir noch mal ein bisschen Glück, einen Banditencamp zu finden oder noch mal ein paar Tierchen. Mal schauen. Ein Wieselt lege ich mich trotzdem nicht an. Ein Wolf, damit kann ich noch mit mir reden lassen. Aber ein Wiesentbär, nö. Das machen wir mal nicht. So, damit wir die Geschichte dann auch von der Tomira dann mal, von der Kestrel dann mal die Geschichte lernen. Das heißt. Oh nee! Geh weg! Ah! Ich will nicht! Hasse dich! Nö. Hab ja gesagt. Wer mich so bedroht. Wer mich so anknurrt. Dem schießen wir in den Kopf. Oder den Hintern. Mann. Warum halt manche mehr, manche weniger aus? Das kann in... Verstehe ich nicht. So. Drei Pelze, ein bisschen Fleisch, sehr schön. So, aber ich hab doch Gesundheitstrank, 50 mehr Gesundheit. Trinken wir mal den. Jetzt müsste ich nach und nach Leben wiederkriegen, ne? Guck mal, das Geniale ist, ich habe sogar mit Eisenpfeile auf den geschossen und trotzdem hat der mir so rumgezickt, dass der so lange gebraucht hat. Wahrscheinlich, weil ich nicht im Kopf geschossen habe, ne? Ach du Heilige. Ein ganzes Rudel. Gute Sache. Ja, hatte ich jetzt schon wieder Panik, dass er mich gleich hapst. Was? Mein Eisenpfeil rutscht weg. Bist du doof? Eisenpfeil? Was? Warum rutschst du da runter? Zwei könnten mir übel werden, ne? Warte mal. Sei ruhig da hinten. Ich will dich jetzt nicht töten. Und tschüss. So, wieder meine 8 Pfeile. Passt, wackelt unter Luft. Weiter in die Richtung. Zur lieben Kestrel. In ihrem, ja, schicken Behausen. Ihrer schicken Behausung. Bin ja gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Da bin ich jetzt wirklich so mal gespannt, weil das ist ja dann doch schon eine interessante Storyline mit dem, dass die jetzt mit dem Jordan zusammen war. Dann aber der Jordan wieder sein typischen Klischee verfallen ist. Ah, ich krieg jeder. Und dann hat die was mit dem Unigos gehabt, während sie zwar mit dem Jordan war, der sie betrogen hat, aber sie hat dann den Jordan betrogen mit dem Unigos, also haben sich im Endeffekt irgendwie alle betrogen. Bessere Telenovela gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Aber gut, dass sie es getan hat, kann ich verstehen. Denn er war zuerst derjenige welcher. Warum sie ihn denn nicht einfach verlassen hat, verstehe ich nicht. Weil es wäre doch eigentlich die sinnvollste Variante, sozusagen. Tschüss! Aber na gut. Und insbesondere der Jordan starb im Glauben, dass sein Sohn starb. Und der Unigos ist die ganze Zeit im Glauben, dass sein Sohn vielleicht tot ist. Also ist schon eine strange Geschichte. Gut geschrieben, finde ich gar nicht so schlecht.
auch eine ziemlich krasse Kehrtwendung in dem Sinne, wie du angefangen hast mit den über Jordan, also über den Onkel Jordan zu lernen, dass der erstmal voll toll und die Meute und cool Abenteuer und was für ein Hero er ist und wie er die Leute abzieht mit seinen, nicht als seiner goldenen Zunge sozusagen und. Und im Endeffekt aber nach und nach herauskommt, was für Mensch er geworden ist. Oh. Oh. Ey du, wenn du willst, kannst du hier deinen Freund futtern. Lass ich dir liegen. Wenn ich den jetzt nämlich nehme, Kirschner, weiß ich nicht, ob dann der Wolf dann kommt. Es sind doch immer wieder ganz schön viele Wölfe, ne? Schon krass. Ja, wie sieht es eigentlich jetzt aus mit unseren Punkten? Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wir waren jetzt sozusagen, ist schon der dritte Tag jetzt, glaube ich, den wir unterwegs sind. Zweiter oder dritter Tag? 5680. Nur noch ein bisschen, sagen wir mal. Also bei 6000. Hier... Ich glaube, hier kommt gerade nicht viel, weil wir sind wir weit fertig. Ich freue mich aber auch schon auf den Bienenstock. Da bin ich auch nochmal gespannt drauf. Boah, hier haben wir jetzt auch bald über geschafft. Bautechnik, na gut. Bauhütte. Bis jetzt mussten wir auch unsere Hütten noch nicht reparieren, ne? Müsste ich mal gucken. Ich glaube, in der nächsten Jahreszeit spätestens sollte ich dann schon mal langsam gucken. Oder allgemein. Sieht man das hier nicht irgendwie? Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Und da ist nichts. Gut, ist nichts. Passt. Wackelt. Und hat Luft. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das war jetzt irgendwie da mal einkehren. Ist schon eine arge Reise, ne? Alle, hallo. Von einem Ende des Tals ins andere Ende des Tals. Aber ich habe jetzt mir nicht schon wieder Lust gehabt, das alleine zu machen. Dann dahin und dann da. Da sind wir... Wir haben jetzt eh das Problem, dass ich euch nicht viel vorstellen kann in dem Dorf mehr weiter. Das meiste habt ihr jetzt mitgesehen. Wir können noch anfangen anzuzeichnen den Rest der Palisade im Hügelbereich dort. Das war's dann. Und gebäudetechnisch habe ich nichts weiter. Das nächste ist bei Bauproduktion ist ja das Baugebäude, damit ich dann jemanden habe, der immer alles repariert. Oh, Landwirtschaft kommt dann der Bienenstock. Das kommt vielleicht so an, zum nächsten Frühling kriegen wir das dann hin. Und produktionstechnisch, ja. Wäre Näherei 2, Entschuldigung. Wäre Näherei 2, welche aber auch erst noch eine Weile hin ist. Bei 7,5. Wir sind jetzt, kommen dann zur 6. Also da sind wir auch ein bisschen noch entfernt. Hier seht ihr ja, ist schon, die sind super schnell. Also Landwirtschaft, da mache ich mir keine Sorgen. Da kommen wir ganz schnell an unsere Punkte. Und produktionstechnisch halt, müssen wir mal schauen. Da muss ich gucken, dass ich das hinkriege. So, so, noch 900 Meter, dann haben wir es geschafft. Bin ja wirklich gespannt, wie die Geschichte da weitergeht. Na, meine Freunde, ja, ich weiß, da kommt er mal nach zig Tagen wieder vorbei und rennt nur vorbei und wieder weg. Oh, ist das schön. Ah ja, guck mal da. Ja, da gesehen? Da sind sie. Ah, sind wir eh mal hier. Na, meine Hübschen. Ach, du bist das Kolb. Die weiß ich, muss ich noch nicht, da muss ich mal gucken. Mit irgendeinem Stier aus dem Cartoon bestimmt. Der Ferdinand war das immer, der Ferdinand. Und das ist die liebe Beata. Schön in der Sonne grast sie hier schon mal schön. Ja, guck mal, wie sie hier alle sind. Das freut mich. Genau, und hier setze ich dann hier so entlang dann den unseren Wall ein bisschen noch. Hier so, klack, klack, klack. Dann so langsam runterführend Richtung dem anderen Bereich. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch fertig geplant. Schon mal. Muss ich dann nur noch mal anzeichnen. Weiß noch nicht. Ja, genau, zur Anzeichnung nehme ich euch wieder dazu. Ich mache dann das wieder mal in einer Zwischenfolge, die ihr hier wieder nicht seht. Werde dann da wieder alles reintragen soweit. Zusammen machen wir es dann fertig und dann steht endlich auch der Palisadenwald. Dann habe ich den auch fertig. Ach genau, wir wollten demnächst ja mal ein paar Laternen setzen.
Laternen machen wir demnächst. Die Deko im Dorf wollten wir noch weitermachen. Und da haben wir noch mal was. Wollen wir mal gucken, ob ich morgen vielleicht ein bisschen Zeit habe. Dann mache ich vielleicht eine Zwischenfolge, wo ich wieder mal nur Steine und Erze farme. Ich muss noch mal gucken, ob der... ob die Mine nachproduziert in dem Sinne. Wenn die Mine nachproduziert, dann gehe ich rein in die Mine, klopfe wieder alles ab, Erze und Co. Und die Steine, und dann schleppe ich wieder alles rüber in ein paar Aktionen. Und dann können wir nochmal neue Steinzäune setzen für unsere Bewohnis. Dann freuen die sich. Dann haben sie ihren eigenen kleinen Bereich wieder, den wir dann abgrenzen, und dann können wir auch wieder anfangen mit dem Dekorieren. Dann können wir die Laternen setzen, die Lagerfeuer setzen, die... Hier war ich schon gewesen, ne? Hatte ich den schon? War das hier nicht der Kampf mit den anderen? Nee, was nicht. Guck mal, da ist eine Tontasse. Eine Bronzeaxt. Und da ist ein Trinkschlauch. Und das waren jetzt nur Steinpfeiler, ne? Ja, ja. Oh, guck mal da. Und ein Haferbier. Ein Haferbier. Gibt's ein bisschen Geld. So, ziehen wir weiter. Aber du solltest vielleicht, mein Freund, jetzt einen Bogen ziehen. Das könnte etwas Nur noch dieses Lager, wo ich nicht weiß, warum hier ein Lager ist. Ganze Zeit leer. Baut auch nichts nach. Ich hätte wenigstens die Materialien nachbauen können. Hätte ich wenigstens was davon gehabt. Ihr deckt dich ja immer mal wieder. Ups. Ah, die Müdigkeit, der kehrt wieder rein. Ja, Folge nehme ich heute auf vor dem Tag, damit ich das wieder ordentlich rechtzeitig hochladen kann, weil YouTube in letzter Zeit ein bisschen länger braucht mit der HD-Version. Damit es dann auch mal... Lasst mich. Ich hasse dich. Oh, Bier. Also die Wölfe werden wirklich immer mehr. Na egal. Ein Schlückchen solltest du aber mal trinken aus diesem Glas. Nee, nicht Glas, sondern glasklaren Blach. Glasgloren Blach. Oh Mann. Jo, sind wir gleich da? Bin mal gespannt, ob es auch gleich aufräumt. Ja, meine Freunde, so macht man es nicht. Man sollte halt gucken, dass man vielleicht vorsichtiger ist dabei. Ne? So, ich könnte mir einen Trank des schnellen Heilens reinzwirbeln, aber das lohnt sich jetzt gerade dafür mal nicht. Von daher besuchen wir mal Kestrel in ihrer hübschen Bude und schauen mal, was los ist. Bin jetzt echt gespannt. So, wir speichern nochmal. Kestrel! Wow. Hallo Kestrel. Was? Feuer? Was Feuer war? Das ist nur wieder Glut. Und die Asche schwebt hoch am Firmament. Noch sehe ich in den Funken fliegen. Ich bin zurück. Alles wird gut. Trink das hier. Was passiert hier? Wer bist du? Diese Augen. Wer war es das? Bin ich tot? Nein, du bist nur ausgesprochen lebendig, Kestrel. Mein Name ist Rasimir. Jordan war mein Onkel. Ah, natürlich. Deine Augen. Jetzt verstehe ich. Es tut mir leid. Ich war wohl abwesend. Entschuldige dieses Durcheinander. Das waren ein paar Dachse, die durch das Fenster hineingekommen sind. Hier rechts neben mir, ne? Es ist schön, dich kennenzulernen. Dein Onkel und ich, wir haben zusammen gearbeitet. Beim Aushandeln der Preise vor allem. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe mich schon mit Unigos darüber unterhalten. Ich habe auch von Sambo und Wolrad schon getroffen. Ich weiß von eurer Mission. Okay, das ist gut zu hören. Ich war noch nie eine gute Lügnerin. Das war etwas, das ein Freund von mir besser konnte. Ja, dein Freund Jordan. Davon weiß ich ebenfalls. Ja, ich verstehe. Du weißt viel, Kleiner. Keinen Unsinn mehr für dich. Wir gehörten alle zur Meute, zur Familie. Wir hatten nie wirklich einen Namen oder dergleichen, aber unser Ruf reichte bis weit über die Grenzen dieses Reiches hinaus. Unsere Meute war alles, das wir hatten, bis alles einfach auseinanderbrach. Aber davon weißt du bestimmt auch schon.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Bisher hat mir noch niemand erzählt, was damals wirklich passiert ist. Erst habe ich die ganzen positiven Dinge erlebt und jetzt, ja. Tja, scheint, als würden die Jungs wohl lieber von der glücklichen alten Zeit erzählen. Aber du siehst aus, als könntest du auch mit der harten Realität umgehen. Ist das nicht so? Das kann ich. Das war vor 12 Jahren, nachdem die Meute vollständig geworden war. Mehr als ein Jahrzehnt voller Abenteuer, Unfug, Zusammenwachsen. Wir fühlten uns noch jung, aber allmählich kamen uns Gedanken daran, dass wir nach all dem tun sollten, was wir nach all dem tun sollten im Alter. Wir hatten uns sogar schon einen Ort ausgesucht, an dem wir in Frieden alt werden wollten. Ja, du hast richtig geraten. Dieses Tal war immer schon unser Plan für den Ruhestand. Doch keiner von uns ahnte, dass das Ende bereits so nah war. Für einen Auftrag waren wir in eine Stadt gereist. Navis hieß. Wir verbrachten Wochen dort. Alle fingen langsam an, etwas nervös zu werden, etwas frustriert. Denn Jordan hatte darauf bestanden, alles ganz alleine zu planen. Er war bei so etwas immer verschwiegen. Wir hatten uns schon irgendwie daran gewöhnt. Aber dieses Mal stimmte etwas nicht. Er sagte immer wieder, dass er sich mit irgendeinem Informanten treffen würde. Ich hatte ihn schon ein paar Mal durchs Fenster sehen können. Groß wie eine Eiche, aber dünn wie ein Strohhalm. Sein schmales Gesicht und seine Sägeohren ließen ihn aussehen wie eine Ratte. Seine winzigen, stechenden Augen machten es nicht besser. Jordan sagte, dass er uns zur Sicherheit dieses Rattenmannes so lange im Ungewissen lassen müsste. Also warteten wir, spürten Würfeln, tranken und warteten. Als Jordan dann endlich seinen Plan enthüllte, dachten wir, es wäre ein Witz. Wochenlang Planung für etwas, das so einfach war, dass wir es mit verbundenen Augen hätten erledigen können. Ich nehme an, dass es am Ende dann doch nicht so einfach war, hä? Oh, Entschuldigung, der Alkohol noch ein bisschen. Angeblich sollte es da eine ganze Menge Diebesgut in der Schatzkammer des Stadthauses geben, angeschleppt von einer korrupten Miliz. Der Plan war einfach, rein da, alles zurückstellen und es dann den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Kinderspiel. Jordan und Wolrat sollten für Ablenkung sorgen, während Unigost und Sambor sich die Schatzkammer vornahmen. Ich würde, wie üblich, die Pferde bereiten. Alles lief nach Plan, keine Überraschungen. Sambor und Unigost waren gerade dabei, die Pferde zu beladen, als ich sah, wie Wolrat alleine zurückkam. Er erklärte, er und Jordan hätten sich aufgeteilt und er sollte gleich nachkommen. Das gefiel mir gar nicht und dafür hätte es keinen Grund geben sollen. Also entschied ich, nach ihm zu suchen. Sein teures Duftwässerchen konnte ich ewig weit riechen, also war es nicht allzu schwierig, ihn zu finden. Ich folgte seinem Duft bis in die Kammer des Stadtschreibers und da sah ich es. Was hast du gesehen, Kestrel? Wären die Ohren nicht gewesen, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Sein Gesicht war so übel zugerichtet. Seine eigene Mutter wäre daran gescheitert. Jordan stand über den leblosen Körper des Rattenmannes und wischte sich das Blut von den Händen. Das tat er mit einer Flasche Met, nahm dann einen Schluck davon. Ich werde nie vergessen, wie ungerührt er in diesem Moment wirkte. Als wäre das alles das Normalste von der Welt. Er klemmte sich eine Art Büchlein hinter den Gürtel und dann bemerkte er mich. Ach du Scheiße. Für einen winzigen Augenblick sah ich sein wahres Gesicht, seine reine und unverstellte Reaktion darauf, mich zu sehen. Es war nicht Angst, auch nicht Scham. Es war nur Verärgerung. Er warf mir einen finsteren Blick zu, weil ich seine Pläne durchkreuzt hatte, weil ich nicht gehorcht hatte. Diese ehrliche Reaktion konnte selbst er nicht kontrollieren. Doch schlagartig veränderte er sich sein Gesicht. Weiter. Er wirkte ganz plötzlich erschrocken, verängstigt, außer Atem. Vielleicht hatte er sogar eine Träne im Auge. Er griff sich meine Hand und sagte, dass wir weglaufen müssten. Dass wir nicht sicher wären, dass er erklären würde. Also rannten wir zu unseren Kampfgefährten zurück, sprangen auf die Pferde und flohen. Okay. Puh, ganz schön langer Text hier, ey. Ich erzählte den anderen, was ich gesehen hatte. Jordan hatte die heiligste unserer Regeln gebrochen. Seine eigene. Er versuchte zu erklären, sich zu rechtfertigen, aber alles, was wir hörten, waren nur noch mehr und mehr Lügen. Er hatte unser Vertrauen gebrochen. Wir redeten und stritten die ganze Nacht hindurch. Okay. Am Morgen war Wolrat der Erste, der seine Sachen packte.
Wir hatten ihn immer ein wenig wie einen jüngeren Bruder behandelt, der uns irgendwie dazu gezwungen hatte, ihn auf unsere Reise mitzunehmen. Aber in diesem Moment war er der reichste von uns allen. Es war klar, dass es mit der Meute vorbei war. Sambor ging kurz danach. Dann tat ich es ihm gleich. Unigos blieb bei Jordan. Er konnte einfach nicht ohne ihn leben. Er liebte ihn von allen am meisten. Sogar mehr als mich. Als ich mich noch einmal umdrehte, sah ich wieder dieses Gesicht. Unsere Augen trafen sich für einen winzigen Augenblick und die von Jordan waren nicht traurig. Sie waren voller Verachtung. Also, das ist damals passiert. So ging die Meute auseinander, okay. Es tut mir leid, Rasimir. Das ist wahrscheinlich nicht, was du erwartet hast. Ja, okay, das ist ja egal, was ich erwartet habe. Es ist die Wahrheit, die zählt. Ja, die Wahrheit ist ein ziemliches Missstück. Sie ist nicht schön und sie ist nicht verlässlich. Sie hat viele Doppelgänger und eine zu große Schwäche für dreckige Betrüger. Aber sie deutet trotzdem darauf hin, dass Jordan ein Mörder ist. Dein Onkel war ein außergewöhnlicher Mann. Ja, das haben bisher alle gesagt. Dennoch, er war wirklich brillant. Seine Zeit voraus, würde ich sagen. Er konnte Dinge vorhersagen, die eigentlich niemand hätte kommen sehen können. Er konnte den Verstand von anderen lesen wie ein Buch. Der Perfektionist in seinem Kopf konnte nicht damit umgehen, zu verlieren oder Unrecht zu haben. Jordan konnte ungeduldig und je zornig sein. Er war immer einsam und er trug es nicht. Einsam? Er hatte euch. Er hatte euch alle, die Meute, Familie, jeder liebte ihn. Warum sollte er einsam gewesen sein? Und doch waren wir diese eine Sache, die ihn ständig zurückhielt. Sich um uns zu sorgen und zu lieben, es war eine Bürde für ihn. Diese emotionalen Bindungen machten ihn abhängig, schwach, gewöhnlich. Und gewöhnlich zu sein, das war für ihn noch schlimmer als der Tod. Auch finde ich ziemlich traurig. Ganz schön ehrlich gesagt, also wenn er Emotionen, also ist er im Endeffekt doch gar nicht so freudig und so, er war ein ganz schön emotionsloses Monster, bin ich eher der Meinung. Wir sorgten dafür, dass er auf dem Boden blieb. Sein Ehrgeiz konnte er dennoch keine Grenzen setzen. Es war, als würde ihn eine Krankheit von innen auffressen, weißt du? Es erstickte ihn förmlich, unbekannt zu sein. Er wollte in aller Munde bekannt sein, das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen zu sehen, denen er geholfen hatte. Es war einfach nicht genug Lob und Dank zu hören. Auch das war nicht genug. Er wollte anerkannt sein, verehrt, am Ende gefürchtet. Wie der König, den er die meiste Zeit versucht hat zu bekämpfen. Ich kann nicht glauben, dass du Jordan meinst. Ich dachte, er wäre ein Held gewesen. Ich wollte es so sein wie er. Das Leben ist hart, Kleiner. Du kannst ein Buch nicht nach seinen Einband beurteilen. Genauso wenig kannst du einen Mann nach nur einer seiner Taten oder nur einem Teil seines Lebens beurteilen. Nichts ist je nur schwarz und weiß. Wo sie recht hat, hat sie recht, die Dame. Unigost hat mir dasselbe gesagt. Er kannte Jordan wahrscheinlich besser als jeder andere. Wusste selbst die schlimmsten Dinge. Trotzdem war er wie ein Bruder für ihn. Hätte ihn nie verletzt. Nie. Nun, er hat mit Jordans Frau geschlafen. Uiuiuiui. Also weißt du auch schon davon. Oh weia. Ihr scheint, versteht ihr euch wirklich gut, Unigost und du. Ja, das hat er getan. Und ich bin sicher, dass Jordan alles darüber wusste. Was? Wie? Denkst du das jetzt ernsthaft? Dieser Mann konnte die Farbe der Unterhosen einer Frau von nichts als ihrem Lachen herleiten. Okay, das ist jetzt creepy. Ich bin sicher, dass er von mir und Unigost wusste. Warum hat er denn nichts gesagt? Ich habe viele schlaflose Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken. Ich habe ein paar Vermutungen. Diejenige, die mir am sinnvollsten erscheint, ist allerdings die einfachste. Es war ihm egal. Er liebte mich nicht genug, um mich für sich alleine haben zu wollen. Gleichzeitig wollte er, dass wir glücklich sind, also schritt er nicht ein. Sicher hat er sich darüber amüsiert, wie wir uns mehr und mehr in unsere Lüge verstrickten. Als würde man Kindern dabei zusehen, wie sie sich an einem Spiel für Erwachsene versuchen. Tja. Vielleicht hätte er sich ändern können. Vielleicht, wenn das Kind nicht... Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wenn das Kind nicht tot zur Welt gekommen wäre. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Das ist etwas, was passiert ist. Vielleicht, er hatte sich darauf gefreut. Er schien zumindest so. Er hörte gar nicht zu, wenn ich sagte, es könnte ein Mädchen werden. Er wünschte sich einen Jungen, einen kleinen Jordan an seiner Seite. Aber es wäre ohnehin nicht so gekommen. Nicht dieses Mal. Wieso das? Es war nicht sein Kind.
Oh, also war das Unigos Kind. Ist es übel. Also wusstest du es. Es war also Unigos Kind. Deine Mutter weiß so einfach. So etwas einfach. Ich wusste, dass es Unigos Kind war, sobald ich sein Herz in mir schlagen hörte. Aber du hast es keinem von beiden je gesagt. Nein, in dieser Situation erschien es mir besser, es ihnen nicht zu sagen. Aber du musst mir nicht zustimmen. Und das tue ich auch nicht. Du hattest kein Recht, diese Entscheidung alleine zu treffen. Unigos hätte die Wahrheit verdient, genau wie Jordan. Naja, es war eine schwierige Situation und die Mutter trägt immer noch das Kind. Also hat die Mutter meistens in der Sache erstmal mehr Rechte als der Vater. Also mal, wollen wir mal so, würde ich so sagen, ist meine Meinung. Doch, ich stimme dir zu, es gab keine richtige Antwort auf die Frage nach dem Vater. Du hast versucht, sie beide nicht zu verletzen. Und auch dabei habe ich vollkommen versagt. Du hast es versucht, sie beide glücklich zu machen. Das heißt ja nicht, dass du es geschafft hast, ne? Reden wir nicht länger darüber. Es gibt eine wichtige Angelegenheit, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Du magst mich für verrückt halten, aber ich muss es aussprechen. Ich glaube nicht, dass Jordan eines natürlichen Todes gestorben ist. Wow. Was sagst du? Kein natürlicher Tod? Wie meinst du das jetzt? Ich glaube, er ist ermordet worden. Okay, und wie kommst du jetzt da drauf? Was weißt du über seinen Tod? Eigentlich nicht viel. Ah, genau, siehst du? Nur, dass er friedlich im Schlaf gestorben ist. Das ist, was Unigos mir erzählt hat. Und du hast es einfach angenommen, dass eine Krankheit daran schuld war oder das Alter, richtig? Nein, es war nur, ich meine, ja, ich denke, das habe ich getan, ja. Ja, ich habe es nicht hinterfragt, genau. Bis vor kurzem, wo ich mal so ein bisschen kurz darüber nachsinniert habe. Unigos sagte, der ist tot, weil gestorben und habe aber nie wirklich das hinterfragt, ne? Siehst du, das ist es, was für mich nicht ins Bild passt. Ich kannte Jordan. Er war ein starker, gesunder Mann. Wir hatten uns sogar einige Tage vor seinem Tod noch getroffen. Er wollte wieder Kontakt. Mir war klar, dass er etwas plante und dass er nicht einfach so in seinem Bett sterben würde. Er hatte keine gesundheitlichen Schwierigkeiten, er hatte Feinde. Von denen hat er sicherlich mehr als genug. Uiuiuiui, das klingt tatsächlich... Ja doch, ich finde es schon sehr überzeugend, denn die Meute hat sich ja nicht nur Freunde geschaffen, ne? Ich habe es geschafft, diesen Quacksalber ausfindig zu machen, der damals Jordans Leiche untersucht hatte. Und der entschieden hat, sie noch am selben Tag zu verbrennen. Etwas, das für sich genommen bereits mehr als seltsam erscheint. Und du hast schon mit ihm geredet? Nein, das wollte ich, aber ich habe mich in meinen Schatten verloren. Ja, das sieht man. Hast du einen anderen von der Meute von deinem Verdacht erzählt? Nein, das mag hart klingen, aber auch sie gehören zu den Verdächtigen, weißt du? Okay, Verdächtige, aber ich dachte, ihr seid eine Familie. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sie es waren. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass sie es nicht waren. Doch... Wir können im Moment noch nichts und niemanden ausschließen. Das bedeutet, dass du ihnen nichts davon erzählen darfst. Nicht, bis wir nicht etwas Entscheidendes in Erfahrung gebracht haben. Hier, ich markiere auf deiner Karte, wo in etwa du diesen Quacksalber finden solltest. Du wirst etwas suchen müssen. Sprich mit ihm und komm dann zurück. Dann heil, das heißt, falls du dazu bereit bist. Na klar, selbstverständlich bin ich das. Ich bin bald zurück. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Krasse Sache. Also Mord. Der Verdacht geht einher, dass es um Mord geht. So, wir haben schon wieder Nacht. Ach du Heilige, ey. Die Zeit verstreicht hier in Sekunden. So schnell damit habe ich nicht gerechnet. Ich würde sagen, wir machen uns noch auf die Suche nach dem sogenannten Quacksalber. Na, ich kann euch jetzt ja so nicht stehen lassen. Insbesondere, da es jetzt um Mord geht. Darf ich mich hier irgendwo nächtigen? Dieses Land gehört bereits jemandem. Kann ich mich hier oben nächtigen? Oh ja, schön am Fluss. Machen wir nochmal einen Sensor kurz an. Gut. Ja, dann setzen wir uns hier nochmal kurz hin. Suchen den. Der ist nicht weit entfernt, habe ich gerade gesehen. In 318 Meter Entfernung. Dann huschen wir mal dahin. Habe ich noch was zu mampfen? Ja, habe ich hier. Mampf mal den noch. Sehr schön. Sind wir wieder ein bisschen aufgenährter. Gehen wir nochmal durchs Dorf und reden mit dem Quacksalber. Boah, wobei, wir gehen zum Quacksalber, aber reden tun wir in der nächsten Folge. Sonst kriege ich mit meiner Stimme das nicht mehr hin. Und ich würde aber gerne mal wissen, wer der Quacksalber ist und wo der sein soll. Der scheint hier mitten im Wald zu leben.
Wie so ein Bandit? Muss mich jetzt auch noch mit Banditen herumschlagen vorher? War der Quacksalber das vielleicht, der den Onkel umgebracht hat? Ey, wird der sich doch nicht hier mehr aufhalten, oder? Hätte er sich doch verdünnisiert. Wenn der gewusst hätte, dass die Meute hinter ihm her ist. 100 Pro. Wo soll der jetzt hier sein? Verdammt, ey, ich hasse euch. Dim, dim. Verschwinde, blöder. Blöder, du. Blöder Wolf, ey, echt. Ich wollte doch nur mal gucken. Wo soll denn der sein? Hallo. Voll herrlich hier. Ah, okay. Ich bin jetzt also hier in einem Gebiet drin. Und hier suche ich nach einem Quacksalber. Warte mal, ist das hier nicht das komische Dingsgebiet? Nimm ich mit. Ja, ich nehme mit. Hast du auch dazu die Sichel? Scheinbar nicht, wa? Moment, finde ich sie gerade nicht. Warte mal, war hier nicht irgendwo in der Nähe dieses komische... Genau, guck mal, das da. Kann es das da sein? Ha, auf einmal steht da jemand. Da ist ja jemand auf einmal. Ja. Quacksalber gefunden. Na, da würde ich sagen, hier werden wir nächste Folge wieder loslegen. Ein Quacksalber zu suchen und jenen haben wir gefunden. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Bin gespannt, was jetzt rauskommt, insbesondere da jetzt Mord im Raum ist. Oh Mann, man fühlt sich ja so richtig so als Detektiv so. Jetzt erkunden wir mal und schauen, wurde der Onkel Jordan ermordet oder starb er eines natürlichen Todes? Was da wird der Quacksalber sagen? Ich bin ja gespannt. Er sieht auch ein bisschen älter aus, ne? Und da muss ich aber eine ziemlich alte Stimme machen. Na, mal gucken, ob ich es hinkriege. Weiß ich noch nicht. Supi, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht auch ein Abo dalassen. Ansonsten werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir dann mit dem Herrn Düter sprechen und werden mal klären, was nun los ist. Ob Onkelchen natürlich oder unnatürlich starb. Unnatürlich gestorben. Schönes Wort. Ja, das lassen wir mal. Genau. Das klären wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.